Sind Sie immer noch auf der Suche nach dem regelmäßigen Einkommen an der Börse? Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt noch bis zum 31.12. zusätzlich 10% sparen. Alle Informationen zum Börsendienst. Jetzt auf das i klicken. Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute widmen wir uns einem Thema, was sicherlich für den einen oder anderen seit letzter Zeit ein bisschen interessant geworden ist, nämlich wir haben hier auf dem Kanal die ein oder andere Diskussion gehabt in den Kommentaren, ob es sich denn wirklich lohnt, ganz langlaufende Optionen zu verkaufen. Und das ist eine ziemlich gute Frage und deswegen starten wir heute ein kleines Experiment. Also lohnt sich der Verkauf von langlaufenden Optionen? Wir hatten ja zuletzt schon darüber gesprochen, ich glaube, das war bei dem Video Alternative zu langlaufenden Cash Secure Puts. Da kam dann immer mal die Frage aus, Mensch Jens, lohnt sich denn überhaupt solche langlaufenden Optionen zu verkaufen? Verfallen die denn wirklich schnell im Preis? Und ihr wisst ja, wir verkaufen hauptsächlich Optionen, die out of the money sind. Und wenn ihr euch mal hier dieses erste Bild anschaut, das ist ja so der klassische Zeitwertverfall, ne? Den kennt jeder. Ihr wisst, der Zeitwertverfall, der ist natürlich in den letzten 30 Tagen am größten, zumindest wenn man ihn prozentual beachtet. Wenn man ihn in absoluten Zahlen betrachtet, da sieht das schon ein bisschen anders aus. Die meisten wollen aber diesen schnellen Zeitwertverfall und deswegen handeln viele Händler, gerade auch Optionsverkäufer, eben nur so relativ kurzlaufende Optionen, Weeklies oder vielleicht auch Optionen mit 30 Tagen Restlaufzeit, weil da eben der Zeitwertverfall am größten ist, prozentual. Jetzt muss man allerdings sagen, dass dieses Bild eigentlich nicht korrekt ist, denn dieses Bild zeigt den Zeitwertverfall von At-the-Money-Optionen. Also das heißt Optionen, die direkt am Geld sind. Und da hat man dann auch hier diese schöne Kurve, so wie ihr sie seht. Und jetzt muss man allerdings sagen, wenn man so ein bisschen im Internet sucht, dann findet man eigentlich keine richtig schönen Bilder oder Charts, wie sieht denn der Zeitwertverfall bei Out-of-the-Money-Optionen aus, beziehungsweise In-the-Money-Optionen. Falls ihr übrigens da ein schönes Bild irgendwo findet, dann postet mir das bitte mal hier unten in die Kommentare hinein. Ich werde mich da dankbar dafür erweisen, also ihr habt dann auch was davon. Ich habe aber nichts, ich habe schon welche gefunden, aber nichts, wo ich sage, das war wirklich was Schönes zum Herschauen. Und es ist ganz einfach so, wir wissen, wir brauchen ja nur auf die Kennzahlen zu schauen, dass natürlich At-the-Money-Optionen am schnellsten verfallen. Die meisten von uns verkaufen aber keine At-the-Money-Optionen, sondern Out-of-the-Money-Optionen. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, ich habe es zwar auch so gelernt, dass auch langlaufende Optionen sehr sinnvoll ist. Und ich weiß auch, dass sehr, sehr viele institutionelle Investoren sehr, sehr langlaufende Optionen immer wieder verkaufen, quasi so rollieren. Ne? Ich verkaufe jetzt Optionen mit einem Jahr Restlaufzeit. In einem Monat verkaufe ich wieder Optionen mit einem Monat Restlaufzeit. Man kommt man natürlich wahnsinnig weit weg, kriegt sehr hohe Prämien. Und wir wollen jetzt aber einfach mal überprüfen, stimmt denn das? Und da habe ich mir überlegt, wie machen wir das am besten? Und ich habe uns mal drei Märkte herausgesucht, nämlich Erdöl, Gold und den DAX. Warum gerade diese drei? Naja, die meisten von euch werden diese Märkte kennen. Und wir haben eben gerade hier in diesen Märkten unterschiedliche Volatilitäten. Im DAX aktuell eine relativ geringe, im Erdöl eine recht hohe und im Gold ja, so eine mittelprächtige. Ja, also das heißt, wir decken da auch so ein bisschen die Volatilitäten ab. Und jetzt muss ich auf meinen Zettel schauen, weil ihr seht das jetzt hier gleich in den Charts eingeblendet. Ich habe uns Folgendes gemacht. Wir fangen mal an mit dem allerersten Markt und zwar ist das Erdöl. Ihr seht hier den Dezember Future 2017. Und wir haben mal überlegt, wenn wir sowas machen, machen wir das doch am besten, indem wir einen Strangle betrachten. Das heißt, einen Call, einen Put am selben Delta und in allen Märkten immer das gleiche Delta und immer die gleiche Restlaufzeit. So, also hier im Erdöl, Dezember 2017 und wir suchen heraus einen 34er Put. Der kostet aktuell 1,16, das heißt 1160 Dollar und liegt beim Delta von 10, also minus 0,10. Dazu nehmen wir einen 74er Call, der hat ebenfalls ein Delta von 10, also vom Risiko her genau das gleiche, aber ihr seht es schon hier am Preis, die kosten bloß 630 Dollar, also ein ganz klassischer Skew, eine Schiefe der Volatilität, das heißt also, die Puts kosten deutlich mehr als die Calls momentan. So, und schauen wir, was hier wird.
Was wird, das erkläre ich euch gleich noch. Dann das zweite Beispiel, was wir nehmen, ist Gold. Auch hier der Dezember 2017, also mit einem reichlichen Jahr Restlaufzeit jetzt. Wir haben hier auf der Unterseite einen 9,50er Put, 10er Delta, $1,320 würde man dafür aktuell bekommen. Und auf der Oberseite haben wir einen 1,565er Call, ebenfalls ein 10er Delta. Und hier würde man $11,20, also 1,021 bekommen. Hier sind also die Prämien relativ gleich. Und der letzte Markt, und das ist hier der dritte Chart, das ist der DAX. Der DAX momentan eine relativ geringe Volatilität, ist ganz klar. Ne? Zuletzt lief es ja an den Aktienmärkten wieder recht gut und wir haben eine niedrige Vola. Wir haben natürlich wie in jedem Aktienmarkt einen deutlichen Skew auf der Unterseite. Das heißt also, die Puts sind immer teurer als die Calls, weil natürlich jeder das Problem hat, wenn es nach unten geht. Niemand hat ein Problem, wenn es nach oben geht. Und deswegen habe ich mir auch hier wieder einen 10er Strangle herausgesucht. 10er Strangle bedeutet also ein Delta von 10. Und was würden wir dann hier haben? Und zwar einen 7600er Put für 178. Ihr müsst das Ganze mal 5 multiplizieren, ne? Weil die DAX-Optionen sind Index-Optionen, jeder Punkt 5 Euro. Das heißt also, wir haben hier ungefähr so 900 Euro, knapp 900 Euro für den Put. Und auf der Oberseite, da habe ich hier ein 11er Delta genommen, das ist bei 13.200. Und da seht ihr hier, da würde man nur knapp die Hälfte bekommen. Also nur 72 Punkte, das heißt also ungefähr 450 Euro würden wir bekommen für diesen Strangle, wenn wir ihn jetzt hier aufsetzen würden. So, und jetzt machen wir Folgendes, nämlich wir werden uns das jetzt in regelmäßigen Abständen mal anschauen. Und ich denke, das erste Mal tun wir das wieder so in 6 bis 8 Wochen. Also viel eher macht es jetzt keinen Sinn. Wenn ihr wollt, ich habe mir zum Beispiel diese Optionen einfach in meine Handelsplattform eingetragen, sodass ich das jeden Tag ein bisschen nachvollziehen kann. Sollte ich jetzt was Besonderes sehen, schiebe ich auch schnell ein Video dazwischen. Wir haben natürlich jetzt hier keine gleichlaufenden Märkte. Das heißt, es kann auch Bewegungen geben. Nichtsdestotrotz, ihr seht es, wir sind weit, weit von diesen Strikes entfernt. Bitte auch hier der Hinweis, das soll keine Trade-Aufforderung sein. Also geht jetzt bitte nicht los und verkauft jetzt diese Optionen, sondern es ist ein Experiment. Wir wollen einfach mal schauen, was kommt denn in der Realität heraus. Ne? Und zwar mit aktuellen Zahlen, nicht mit irgendwie, was war in der Vergangenheit, sondern was wäre eben jetzt. Und ich persönlich erwarte eigentlich, dass die Optionen mindestens 30-40% fallen innerhalb von 8 Wochen. Und zwar Verlust von Zeitwert. Und wenn ihr euch mal die Höhe dieser Prämien anschaut, ne, also gerade der Goldstrangle hier, das sind ja dann insgesamt, wenn ich mal kurz überschlag, $2,500, das wäre ja dann schon relativ viel Geld. Ne, wenn da jetzt 30% verfallen würden, dann wären das $750 und dann könnte man auch fast schon wieder die Gewinne mitnehmen. Ich werde euch dann auch, wenn wir dieses Experiment abgeschlossen haben, auch so ein paar Tipps und Kniffe verraten, wie wir das Ganze wirklich auch in der Realität handeln könnten. Die ganzen Charts und alles, die packe ich euch auch nochmal hier unten drunter. Das heißt, ihr könnt ganz einfach auf den Link da unten klicken und dann könnt ihr euch die herunterladen, sodass ihr das auch für euch ein bisschen nachvollziehen könnt, wie das alles so ist. Und dann sehen wir uns in 6 Wochen wieder, oder also spätestens 6 bis 8 Wochen sehen wir uns wieder, es sei denn, es passiert etwas in der Zwischenzeit, weil das ist natürlich auch mal spannend. Stellt euch vor, einer der Märkte macht jetzt eine heftige Bewegung, dann können wir auch mal schauen, wie wirkt sich denn das aus bei diesen Optionen. Ne? Und zum Schluss würde mich natürlich eins noch interessieren, und zwar, was erwartet ihr denn? Also was habt ihr denn für eine Erwartung, was mit diesen Optionen passiert? Also wie groß in Prozenten wird der Zeitwertverfall eurer Meinung nach sein? Wird in einem Markt größer sein, in einem Markt geringer sein? Mich interessiert einfach mal eure Meinung. Es geht hier nicht darum, wer recht oder wer falsch hat. Ne? Also es ist nicht hier, ich bin der Klügste, der Schlauste. Nein, es geht darum, dass wir einfach uns selber mal überprüfen und sagen, hey komm, ich erwarte das. Und dann kann ich in 8 Wochen mal schauen und kann sagen,
Okay, hätte ich mir anders gedacht oder siehst du, genau so ist es eingetreten. Also, schreibt mir das hier unten in die Kommentare hinein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann gucken wir mal, wie unser kleines Experiment ausgeht. In diesem Sinne, bleiben wir mal neugierig. Schaut jeden Tag mal mit rein hier in diesen Kanal. Ihr wisst, es kommen immer wieder neue Videos. Deswegen abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Und bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Servus, macht's gut. Bye, bye.